Hallo und herzlich willkommen, ihr Tonschulz bei der drittbesten Sneak News Show der Welt. Viel Spaß! So, fangen wir gleich mal an und zwar mit den Ultra Boost Uncaged von Adidas. Oh, ist das die Sendung von letzter Woche? Déjà-vu? Nee, Spaß. Es sind drei neue Colorways, beziehungsweise, ja doch, drei neue Colorways sind eigentlich rausgekommen. Einmal komplett schwarz mit einer schwarzen Boost-Sohle. Ja, wirklich, die schwarze Boost-Sohle, sie kommt. Es wurde so lange, kamen Bilder auf immer mit den ersten NMD mit einer schwarzen Boost-Sohle und jetzt kriegt der Ultra Boost Uncaged erste Mal eine schwarze Sohle. Und zwar dann haben sie gleich mit einer roten Boost-Sohle hinterhergelegt. Das ist dann der All Red, könnte man meinen. Und natürlich sind die alle uncaged. Der Preis wird nicht bei 180 Euro liegen, sondern bei 200 Euro liegen. Haben sie ein bisschen angezogen, die Preise. Aber wer 200 Euro für einen Yeezy ausgibt, wird auch wahrscheinlich 200 Euro für die Ultra Boost Uncaged ausgeben. Die kommen jetzt am Samstag um 10 Uhr bei Adidas und dann kommen die schon in der Nacht bei diversen Sneaker-Stores wieder. 43,5, Overkill bestimmt auch, Asphaltgold und die üblichen Verdächtigen halt. Und ja, ich muss ehrlich sagen, der weiße Ultra Boost, den finde ich persönlich richtig geil für den Sommer. Der ist sehr clean, wird natürlich auch wieder. Ja, der rote finde ich nicht so pralle, weil nach dem Easy Red Oktober ist ja eigentlich All Red komplett ausgestorben. Ich sehe immer wieder Leute auf der Straße mit roten Schuhen, da denke ich mir immer so, super, du hast den Hype verschlafen. Und ja. Und der schwarze ist halt, der sieht einfach schick aus, ne? Also ihr werdet auf jeden Fall viel Glück und sehr viel Schnelligkeit brauchen, um die Schuhe zu ergattern. Aber ja, viel Glück. Kommen wir zum zweiten Sneaker. Und zwar ist es der Essex Scaleite Runner von Soulbox. Blue Carpenter Bee Part 2. Alle werden sich daran erinnern, davon gab es auch schon Part 1. Und zwar ist es der Essex Scaleite 3 von Soulbox. Der kam im Mai raus. Und was ich witzig finde, ist, dass alle wollten den so resellen, oh ja, 250 Euro hier, 270 und so. Und am Ende haben sie den für Retail weggeschickt. Also da habe ich mich insgeheim ein bisschen gefreut so. Ja, no hate und so, aber ein bisschen Schadenfreude hat ja noch nie jemand geschadet, ne? So, naja, zurück zum Thema. Auf jeden Fall, Blue Carpenter Bee heißt einfach blaue Holzbiene sozusagen. Und ja, der Gelite Runner ist natürlich nicht so ein Modell, was man jetzt so täglich auf der Straße sieht. Das sind natürlich die Gelite 3 und die Gelite 5 beliebter oder auch die Respector. Aber genau deswegen wird er vielleicht gehen. Weil viele werden sich sagen, oh nee, das ist nicht mein Modell und so, lieber die 3er, die 5er. Man muss einfach mal was Neues ausprobieren. Deswegen würde ich sagen, Essex, ja, nicht so meins, wie gesagt. Aber an sich ist er eigentlich für den Alltag bestimmt nicht schlecht. Und dazu dann noch ein Colaro, ey, gönnt euch ihn. Der Preis wird, da habe ich genau noch nichts gelesen, aber wird bestimmt zwischen 140 und 160 Euro liegen, so zwischen Essex Colabo Preise. Der wird am Samstag bei Soulbox rauskommen. Nächste Woche gibt es dann wahrscheinlich einen Worldwide Release und viel Glück dabei. So, kommen wir zu den Gerüchten. So, kommen wir zu den Gerüchten. Und zwar sind wir wieder beim leidigen Thema Ultra Boost oder beim leidigen Thema Adidas, könnt ihr euch aussuchen. Nee, auf jeden Fall soll wohl 2017 noch ein weiterer Triple White Ultra Boost kommen. Der entscheidet sich komplett vom Upper und vom Cage. Da wird er ein bisschen schlichter sein vom Cage. Und ja, wir dürfen gespannt sein, wie er dann komplett aussehen wird. Der wird auf jeden Fall 2017 erscheinen. So viel dazu. Bleiben wir gleich beim Ultra Boost. Kommen wir aber zum Ultra Boost Uncaged. Ja, die nächsten Uncaged Releases stehen bevor. Aber vor dem Release ist nach dem Release, ne? Umgekehrt. Nach dem Release ist vor dem Release. Auf jeden Fall werden zwei neue Colorways am 27.07. bekommen. Einmal so ein olivgrüner, der sieht echt schick aus. Einmal ein olivgrün und einmal ein dunkelblauen. Den finde ich jetzt aber wirklich gut, ob der dann überhaupt kommt. Und ihr werdet es zuerst natürlich bei uns erfahren. Und dann sind wir wieder beim Thema Adidas und beim Thema Ultra Boost. Aber kommen jetzt wieder zum normalen Ultra Boost. Nicht uncaged, sondern caged. Ja, ihr könnt mir noch folgen, hoffentlich. Auf jeden Fall wird wohl der Multicolor Ultra Boost kommen. Und ich denke mal, dass der richtig steil gehen wird. Auf jeden Fall wird der richtig steil gehen und wird wohl auch am 27.07. kommen. Kann ich mir nicht vorstellen, aber das ist ja ein Gerücht, ne? Wir sind ja hier bei den Gerüchten und da kann man ja Gerüchte verbreiten. So, kommen wir zum nächsten Gerücht. Und zwar wieder Adidas, aber diesmal ein NMD XR1. Ja, der Cage ist ein
bisschen höher gezogen worden als bei den anderen NMDs. Ja, ich weiß, die haben gar kein Cage. Nee, auf jeden Fall hat er jetzt, ist es kein uncaged NMD, sondern ein caged NMD. Und ja, ich finde den, ist halt so ein Camo-Look ein bisschen. Schwarz-weiß. Ich weiß nicht, wann er genau kommt. Er würde bestimmt in diesem Jahr noch kommen, weil da sollen ziemlich viele neue XR1-Modelle kommen. Und wir dürfen gespannt sein, was da auf uns zukommt. Mich erinnert der XR1 ein bisschen an die ganzen Tubular-Modelle von Adidas. Die waren ja eigentlich nicht so beliebt, weil die sehr plump waren und sehr groß, beziehungsweise sehr hoch. Vielleicht haben sie jetzt, wollten sie den Tubular ein bisschen mehr, besser verkaufen und haben die ein bisschen vom Design her damit rein entwickelt. Keine Ahnung, kann man sich natürlich so halten, wie man will. Also ich finde, der erinnert mich ein bisschen daran und ja. Yo, da sind wir schon wieder am Ende von Sneak News, der viertbesten, drittbesten, wie auch immer, Sneak News Show der Welt. Ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr es gerne kommentieren, falls ihr Anregungen habt, ob ich irgendwas besser machen kann. Oder ja, was auch immer. Einen Daumen da lassen, wie gesagt, kommentieren und abonnieren. Und dann könnt ihr uns auf Snapchat folgen, auf Twitter folgen, auf Instagram folgen, bei Facebook ein Like da lassen. Und ja, ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Die Woche wird wahrscheinlich noch ein zweites Video kommen. Auf jeden Fall, in diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Wir wünschen euch was. Bis dann.